Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, ich glaube, dass wir erste Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir waren sehr präsent in den Zweikämpfen, haben die Duelle einfach gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann zwischen 45. Minute und 60. so ein bisschen den Faden verloren, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Die Abstände waren, glaube ich, zu groß und ja, dann hat Darmstadt eigentlich richtig gut gespielt. Aber trotzdem haben wir unsere Konterchancen vorgefunden, die haben wir dann aber auch nicht sehr gut ausgespielt. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir aber mit dem 2-0 zufrieden und ja, haben die 3 Punkte geholt. Ja klar, wir wollen zu Hause jedes Spiel gewinnen, jetzt auch gegen Dresden. Wir sind gut drauf. Ich glaube, wir haben jetzt in der Rückrunde kein Spiel verloren, 2 Siege, 3 Unentschieden. Und das spricht halt für die Mannschaft, dass sich da jeder für jeden fast die Seele rausrennt. Ja, das spricht momentan für uns und wir wollen natürlich auch gegen Dresden ein richtig gutes Spiel machen. Ja, also wie man weiß bei Dresden, die sind sehr spielstark. Waren voriges Jahr, hatten eine überragende Saison. Heuer fehlt ihnen ein bisschen so die Präsenz im Strafraum, glaube ich, aber das ist eine sehr spielstarke Mannschaft und da heißt es natürlich voll dagegen halten. Ja, alles, was halt medial dann so hochkommt, aber sonst nutze ich die Zeit halt für die Regeneration und da bleibt keine Zeit für Winterspiele, aber ich verfolge schon den einen oder anderen, zum Beispiel Marcel Hirscher, den Slalomfahrer, der hat, glaube ich, schon 2 Goldmedaillen geholt. Für unsere kleine Nation ist das natürlich super. Ja, ich habe ja schon mehrmals erwähnt, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Meine Tochter ist hier zur Welt gekommen. Es passt alles super. Ja, das mit dem Verein passt auch. Ich weiß, was ich an der Arminia habe. Die Arminia weiß, glaube ich, was sie an mir hat. Von dem hat das richtig gut gepasst. Ja. Und natürlich sind die Ziele, dass wir ja, als Verein gefestigt bleiben. Weiter so Fußball spielen und ja, immer wieder versuchen, unter den ersten 10 zu bleiben. Und das muss das Ziel auch für die nächsten Jahre sein. Ja, klar, also wir haben auch im Mittelfeld haben sehr torgefährliche Spieler. Kerschbaumer, Schütz, Weihrauch, die sind immer für den Treffer gut. Ja, und das macht uns dann auch aus. Also ich glaube, dass auch schon die Verteidiger, glaube ich, fast jeder ein Tor gemacht hat. Wir sind da sehr flexibel, variabel. Wenn jetzt mal die Stürmer auslassen, dann ist halt mal ein Verteidiger oder ein Mittelfeldspieler da und ja, das zeichnet uns aus. Ja, bin mir natürlich freuen. Es ist, glaube ich, so weit, dass ich mal auch einen reinhaue. Ja, schauen wir. Aber wichtig wäre, dass wir natürlich die 3 Punkte holen. Das ist unsere Priorität.